Hello Friends und welcome to a new vlog. Ich bin jetzt schon am Flughafen. Ich bin mit Annika hergefahren. Die fliegt jetzt gerade nach Schweden und für mich jetzt nach Zypern. Ich werde euch auf jeden Fall später noch genauer erzählen, um was es geht. Ich habe mir jetzt erstmal hier so einen Ingwer-Shot geholt mit Kurkuma, dann einen zuckerfreien Kaffee und so ein Riegel. Schmeckt übelst geil, hat glaube ich 200 Kalorien oder so. Und das ist mein Travel-Outfit, also ich sehe aus wie ein Penner. Ich bin am Flughafen angekommen und guck, wer es auch geschafft hat. Wer einfach 5 Stunden später kommt. Nein, Spaß. Ich freue mich. Also wir holen uns jetzt, also ich hole mir jetzt was zu essen, weil Selina beschlossen hat, nichts zu essen. Ja. Ich muss abnehmen, mein Spaß. Die anderen sind auch schon da, aber ich tue mich immer voll schwer, bei neuen Menschen so normal zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Aber die sind mega nett. Also die zwei davon sind auch, ich habe gerade den Namen vergessen, aber die sind auch direkt auf mich zugegangen, haben sich vorgestellt und so. Also ich werde bestimmt in den nächsten Tagen auftauen, aber am Anfang ist es immer so. Ja, man kennt die Leute halt nicht und dann ist man meistens, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich bin dann immer so, dass ich erstmal lieber beobachte, wie die Leute so sind. Ja, dann genau. Weiß man, wie man sich gegenüber denen verhalten soll. Das ist bei mir immer. Deswegen denkt man auch oftmals so schüchtern oder so, ne? Oder? Ja, also schüchtern bin ich nicht, aber ja. Ich bin auch sehr distanziert, wenn ich neue Leute kennenlerne. Annika zum Beispiel ist ja ein Mensch, die ist ja immer gleich super herzlich und super lieb zu allen und so. Und schreib mal, ob du Typ A, also ich und Selina, oder Typ B, Annika, bist. So, wir sind bei Gucci und ich will diese Mütze haben. Einfach. Weil, darf man das einfach? Natürlich darfst du die nicht anziehen. Wieso nicht? Der Typ guckt jetzt schon böse an. Ich glaube nicht, dass er das darf. Ja, Leute, irgendwann kaufe ich mir so einen Koffer. Und auch alles andere. Ich liebe Schmuck. Wobei ich den jetzt nicht so geil finde. Also, ich sehe, ich brauche auf jeden Fall, ich fliege jetzt auch nur noch mit Make-up, damit ich auch schön aussehe. Mache. Ich sehe zum Kotzen aus. Aber wir sind angekommen und es scheint die Sonne, es ist so warm. Wir sind in so einem alten Bus. Voll oldschool, das erinnert mich voll an meine Schulzeit früher. Also, I'm so sorry, ich sehe immer noch genauso scheiße aus wie heute Morgen um 5 Uhr. Es hat sich nichts geändert. Also, das ist meine Zimmernachbarin, die Emma. Hallo. Wir versuchen jetzt, also, weil sie und ich haben das Problem, wir mögen das beide nicht so gerne, mit Menschen in einem Bett zu schlafen. Was nichts gegen die Person ist. Was nichts gegen die Person ist, aber jeder, der mich kennt, vor allem meine Mädels, wissen, die werden hier beleidigt, wenn die sehen, ich schlafe mit irgendjemandem in einem Bett. Und zu denen sage ich immer so, nee, will ich nicht. Mach mein Handy auf den Boden sonst. Das kann man doch bestimmt. Meinst du? Ich Teamwork makes the dream work. Okay, ich dachte, wir geben uns einfach.
Wow. Good night. Das war schon mal Tag 1. Tag 1. Leute, ich weiß nicht, was das bei mir ist, aber immer wenn ich fliege, also wirklich literally immer, kriege ich unreine Haut. Also das war ja vorher schon, aber hier das und das. Why? Warum? Es stresst mich ein bisschen, aber es ist mir auch zum Teil egal. Ich gehe jetzt Sport machen, also eine halbe Stunde Cardio. Mir ging es auch gestern Abend richtig schlecht. Ich bin auch von den Schmerzen aufgewacht, weil ich solche Bauchschmerzen hatte, weil ich das einfach nicht gewohnt bin, dieses ganze Fett und Kohlenhydrat und sowas und das alles in mich reinzustopfen. Ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper so sagt, nee, ist nicht gut, tut nicht gut. Ist einfach scheiße, was du da gerade treibst. Also ich muss irgendwie in den nächsten Tagen echt wieder ein bisschen mehr aufpassen. Ich weiß nicht mehr ganz so genau. Yes! Hi! Ist das cleaner? Zeig mal, wie sieht's aus. Geil. Mach mit mir eine halbe Stunde Cardio. Es ist wirklich entspannt. Nein, ich hab mein Bikini an, vergiss es! Okay. Seid ihr ready für eine kleine Roomtour? Also hier ist auf jeden Fall schon mal unser Zimmer. Das habe ich ja gestern schon ganz kurz gezeigt. Wir haben uns auch schon ausgebreitet. Lol. Hier ist das Bad. Dusche. Badewanne. Bad ist größer als meine Wohnung zu Hause. Spaß. Okay, so klein ist meine Wohnung auch nicht, aber auf jeden Fall nicht so groß. Ah, cool, da ist Jonas. Skidde! Bin ich in deinem Vlog drin? Ja! Ja! Sowas ist noch witziger. Hammer. Wunderschön. Das ist der Bachelor übrigens. Ich habe echt vergessen, wo dieser Raum ist. Wo gibt es eigentlich Frühstück? Ach, hier. Guck mal. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier haben wir gestern ein paar Improvisationsübungen gemacht. Dann auch irgendwie Gemeinschaftsraum. Hier ist Essen, was ich alles nicht essen kann. Heftiger Scheiß. Wer ist hier nass? Bin ich hier gerade reingetreten? Wo geht's denn jetzt zu dem Fitnessraum? Wo war denn der? Also das ist unsere Einfahrt. Das ist der Poolbereich. Ah, hi! Ich glaube irgendwo da hinten. Boah, das sieht so schön aus. Also die Location ist einfach nur heftig. Hier ist die Sauna. Ne? Sieht man jetzt nicht so. Aua. Verdammt! Ja. Ausblick könnte geiler sein. Aber hey. Ich habe einen Fitnessraum. Ich finde das so krass, ne? Ich kann einfach jeden Tag jetzt eine halbe Stunde hier ein bisschen Bewegung machen. Gehen wir dann auch noch in die Sauna? Jo. Also. Was war denn das? Hast du das gerade in deinen Nacken gesprüht? Ja, mach ich immer Parfüm im Nacken. Falls mich jemand umarmt. Lass mir auch im Nacken. So, weißt du? Oder vielleicht rieche ich dir mal an deinem Nacken und bin so, oh. Gut, weil alle gut. Man weiß doch nie. Also. Leute, ich habe irgendwie heute vercheckt zu filmen, aber ich war auch irgendwie überhaupt nicht in the mood. Ich habe das ganze Parfüm im Mund jetzt. Jetzt werden Pool-Szenen gedreht. Ich habe eine ganze Pizza gegessen. Die Pool-Szenen werden genau einmal gedreht und ich schaff's. Ja. Aber was können wir auch dafür, wenn es heute Abend Pizza gibt? So. Was sagt ihr zu meiner Hausfrauen 70er Frisur? She's cute. Is a vibe. Was war das? Mein Bonbon, ich hab so übel laut gekocht. Übrigens haben wir gemerkt, dass wir richtig gut viben, wir zwei. Unnormal. Wir haben es gestern ja schon so ein bisschen gemerkt, aber heute ging es dann ums Kacken und dann haben wir gemerkt, es passt einfach. Ist geklopft? Hallo? Hallo? Übrigens, Leute, gestern. Random. Wir lagen beide im Bett und auf einmal ist in der Dusche, also ab und zu ist es ja so, wenn man geduscht hat, dass so ein paar Tropfen nach einer Stunde noch runterfallen oder so, ne? Man weiß ja, okay, oder vielleicht so ein paar Sekunden Tropfen kommen. Aber wir lagen einfach gestern beide im Bett und die Dusche ging 5 Minuten und wir waren so, okay, das ist gruselig und es hört sich an, wie wenn gerade jemand duschen war. Also es war sehr...
Vor allem war es auch richtig viel Wasser. Nicht so drei Tropfen, sondern es lief einfach durch, so okay. Es war wirklich, wie wenn einfach jemand duschen war. Ich nehme euch jetzt mit für die Szene. Dann seht ihr auch alle im Bikini. Und bis gleich. Gell, okay, voll geil. Wir haben eingeheizt. Und seid ihr bereit? Nein. Voll die geile Lücke. Doch, ich meine doch. Danke. Sie meint euch. Sie um 5 Uhr schon so, wir müssen gleich los. Ich so, die sind selbst nicht pünktlich heute Abend. Und dann meint sie, doch, die sind immer pünktlich. Sie sind auch immer pünktlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass daran liegt, weil Jonas und Jonas gerade noch telefonieren. Ja, also heute und morgen waren wir auch pünktlich, das stimmt. Ey, ich brauche zu Hause auch so ein weißes Licht. Das ist so geil, das macht voll das geile Ding. Hast du nicht so ein Kameralicht-Dingsbums? Ja, so doch, aber ich finde es nicht geil. Ja, weil es so, aber von überall von aber oben das kommt. Das ist in Deutschland nicht. Ist, wegen, du darfst auch nur so Energiespar-Dinger, LEDs. Ist doch LED, oder nicht? Safe nicht. Das ist nicht so, das ist so übel weiß. Wait, ich LED weiß nicht, ob das ist ja auch weiß, war. Oder? Boah. Was? I don't know, ob das stupid war. Jetzt siehst du viel mehr schwanger aus als vorhin. Oh, sieht süß aus. Ich finde es voll schön, wenn, also, so wenn man dünn und ist und schwanger ist, gell? Das sieht voll schön aus. Ich finde es voll schön. Diese ganzen Models. Mit Schuhen und engem Kleid. Ja, diese ganzen, völlig unrealistisch, diese ganzen Models, so einfach unnormal dünn sind. So dünn bin ich nicht mehr, wenn ich nicht schwanger bin. Ja, übel, ne? So deren Beine, wo sind deren Wasserablage? Und so, hä? Habt ihr das einfach nicht? So, what? Selbst einfach Photoshop. Und so. Das ist ja funny. Corona. Yes, work it, bitch. Wow, richtig cool Qualität, einer. Es gibt noch Pizza, ne? Es gibt ja eine in der Folge, die schwanger ist. Aber nach dieser Szene wird man sich nicht mehr sicher sein, wer. Leute, hier sind lauter so komische Würmer. Richtig eklig sehen die aus. Die habe ich auch im Fitnessstudio schon gesehen. Und dahinten wird schon der Establisher gedreht. Ich spiele jetzt gleich die Szene, wo ich dazukomme und sage, ey Bitches, seid ihr bereit für Konkurrenz? Welcome, next day. Und zwar, dreht ihr gerade? Nee. Ich bin heute den ganzen Tag dran mit Drehen. Gestern war ja eher chillig, deswegen habe ich euch auch nicht so mitgenommen. Look who's there. Let's get in. Hallo. Ah, da ist Jonas, den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Stimmt, ne? Ich komme. Und wieder weg. Ich liebe die, ich esse die ganze Zeit. Sind voll lecker. Wo gehen wir hin? Ich dachte in den Garten. Nein, nein, wir drehen jetzt kurz noch einen Rotton und danach geht es in den Garten für dich. Achso, dann bin ich ja jetzt noch nicht dran. Und ob man schon immer davon geträumt hat, beim Bachelor dabei zu sein. Auf jeden Fall. Life Goals. Mama ist bestimmt auch stolz auf uns dann. Nee, niemals. Echt? Ja. Ja. Nochmal. Einmal, ich hab dir alles weggeholt. Auf den Scheißhaufen. Musst du irgendwas halten? Okay, Tobi? Ich? Ich mache eine Lesung. Ja. Aber hättest du Bock irgendwie so nebenbei ein bisschen? Nee, gar nicht. Warte, die läuft gerade noch. Ja, ich hab wirklich gar keinen Bock. So Scheiße hier. Ah, jetzt nimmt's auf. Ja. Ich bin überfordert. Kameramann ist überfordert. Ich glaube, es ist der dritte Tag oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber ihr kennt es ja von meinen Vlogs, das ist alles immer so mittendrin aufgehört. Und so, wir haben die Anweisung gegeben, beziehungsweise wir haben uns Avocados gewünscht. Und die sind halt noch unnormal hart, dass man die nicht essen kann. Und jetzt versuchen wir die... Also, der Tipp von Emma. Der Tipp von Emma. Also, ich bin auch noch da. Hallo. Ich erzähle gerade, ich rede gerade über meine große Liebe Avocados. Emma hat den Tipp gegeben, dass wenn man will, dass die Avocados reif werden, dass man die in zwischen so Äpfel lagern soll. Und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht,
dass wenn, dass wenn man die in den Kühlschrank tut, warte, hier. Und Zeitung brauchen wir jetzt auch noch. Hey, das ist noch Snickerskuchen, gell? Hm. Aber der war nicht so geil. Mach doch einen neuen YouTube-Kanal, so Avocado, Saro. Avocado, Saro! Haben wir Zeitungspapier? Nee, haben wir nicht. Können wir nicht das einfach nehmen, so Ceva? Nein, das bringt nichts. Weil irgendwas ist in der. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich gerade nicht, weshalb man Zeitung nimmt. Aber das habe ich überall gesehen. Mach doch ein ganz neues Video, so wir testen Avocado. Tutorial, also pass auf. Okay. Na, wichtig ist, dass ihr drei Lagen habt und dann legt ihr die Avocado in die Mitte und deckt sie einmal zu. Und dann ganz schnell. Ich weiß jetzt schon, dass ich es rausschneide, weil es voll langweilig ist. Oha! Aber vielleicht muss man die auch ins Dunkle legen. Versteck mal eine in der Kammer, komm. Nee, hier ist dunkel. Ach so, hier. Das ist ja so ein Klo. Das ist aber der Vorratsraum, wenn die Haushälterin das findet, denkt die, wir sind dumm. Oder tust du in den Topf rein, dann ist auch dunkel. Wir verstecken einfach überall im Haus Avocado. Was geht hier ab? Fotoshooting. Boah, Fotoshooting. Okay, was können wir noch ausprobieren? Auf die Heizung. Auf die Heizung. Auf die Heizung, damit dass die warm werden. Damit die warm werden. Oder wir werfen eine in den Pool. Ich esse jetzt erstmal einen Keks, glaube ich. So scheiß Wetter heute. Und ich liebe es, dass wir beide so richtig uns beeinflussen lassen vom Wetter. So, wenn Wetter scheiße ist, wir beide so, nee, gar keinen Bock. Ja, wir haben direkt gesagt, so, ich habe schlechte Laune heute. Ja, wir sind auch wirklich so, heute scheiße. Und heute ist nicht mal Freitag der 13. Morgen ist Freitag der 13. Ich muss pupen. Wolltest du mich jetzt anpupsen? Ja. Also, wir haben beide keinen Hunger. Aber die ohne Bild ist hier richtig geil. Ja, die ist echt lecker. Und die Tomaten auch. Ich bin Alessio. Okay. Alessio, die Bachelor. Findest du, kannst du dich nicht mit... Okay. Okay. Ey, manchmal hat man einfach so ein Bild, da passt einfach nicht. Leute, es ist echt zum wahnsinnig werden. Ne? Ich wollte gerade eigentlich hier, hab mir alles so bequem gemacht und schön mit Aussicht und so und wollte eigentlich die Videos für... die nächsten Wochen schneiden und mir ist einfach aufgefallen, yes, mir ist aufgefallen, dass ich einfach die Videos nicht mehr finde und nicht mehr habe. Bist du ready? Ja, bist du. Sehr schön. Outfit Tag 1 hast du direkt an. Sofort. Ich werde mal gemeint. So, jetzt gibt's noch einen O-Ton. Ne? Hallo, scharf werden. So, herantreten jetzt hier. Ja. Das muss ich jetzt sagen. Bäh. Gefühle. Bäh. Dann bin ich auch schon wieder dann für heute. Who's there? Und warst du socializen? Ja. Ja, ja. Oh mein Gott, guck mal, unser Zimmer ist fast aufgeräumt. Also zumindest, wenn man nur bestimmte Teile vom Zimmer filmt. Wir können in Alessias Zimmer wieder gehen. Ich habe keinen Hotspot mehr von deinem Handy. Das ging aus. Aber angeblich ist es in 20 Minuten hochgeladen. Muss ich jetzt mal nachmachen, dass der Hotspot? Ja. Okay. Sieht voll fancy aus. Lass mal so ein Bild machen. Okay. Hat er. Hat sie jetzt gemacht. Habe ich jetzt gemacht. Danke. Also Emma sitzt jetzt gerade auf Toilette und wir haben kein Klopapier mehr. Und deswegen gehe ich jetzt eins klauen. Moment. Ich muss mal gucken. Hi, habt ihr Klopapier? Ja. Kann ich Klopapier haben? Ja. Ja, viel Spaß beim Packen. Danke. Ich wollte es eigentlich so voll sneaky klauen, aber die waren alle in ihrem Zimmer. Oh, geil, dankeschön. Bitteschön. Ups, jetzt wollte ich mich umdrehen. Oh mein Gott. Hi. Wir fühlen uns richtig amerikanisch. Yeah, we're living the line. Ja, nicht nur unsere so. Bilder sehen so. Einmal. Zweimal. Cheers. Cheers. Wo ist dein Glas? Wo ist dein Glas? Wo ist dein Glas? Auf den letzten Abend. Hier stinkt zwar nach Gras, gell? Mhm. Aber das ist der Pool, glaube ich. Und ich weiß nicht weshalb. Der riecht nach Weed. Das schmeckt voll nach Sommer. Ja, gell? Fühlt sich an wie Sommer.
ist an meinem Herzen. Und weil wenn ich in diesem Pool sitze, in dem Whirlpool sitze, ist mein Kopf einfach, guckt nur noch raus. Ja. Und wir haben auch Käse-Nachos und nochmal geil. Und eine Box, also eine Musikbox. Und jetzt chillen wir hier. Living my best life, sag ich euch. Is a vibe. Also Emma hat sich jetzt Ketchup in die Haare gemacht. Okay, du musst aber die Vorstory erzählen, weil wir halt in Berlin, ich habe jetzt in Berlin keine Zeit mehr, um meine Haare oder mein Aussehen zu kümmern. Deshalb muss ich das jetzt alles hier am letzten Tag machen. Stimmt, aber mehr dazu erzähle ich euch auf jeden Fall später. Ich sehe auch lustig aus, okay. So, ich bin wieder zu Hause. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Und selbstverständlich wird wieder jemand gegrüßt. Liebe Lennox, ich freue mich, dass du Teil der Gang bist und fleißig Instagram mitkommentierst und meine Videos guckst. Ich finde es so, so nice, dass wir einfach immer eine größere Community werden. Wir haben jetzt die 100.000 auf Instagram geknackt. Und das ist so, wenn man sich mal vorstellt, wie viele wir schon sind. Ja, ich will gar nicht zu viel labern, also wenn du das nächste Mal auch gegrüßt werden willst, dann einfach Hashtag Sarogang unter mein letztes Instagram-Bild und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.